Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zusammen bei Let's Play Taste of Arise. Ich bin Samson Muffix. Wir besteigen hier immer noch die Wasserfälle, um hier unsere Werte Skiern zu retten. Beim letzten Mal hatten wir hier einen kleinen, gar nicht mal so leichten Bossfight, den wir zum Glück geschafft haben. Und nun wandern wir einfach mal hier ganz entspannt weiter, oder? How are we still not there yet? It feels like we've been climbing this mountain forever. It helps if you try not to look up or down. All you need is silent determination. Talking too much will only waste energy and burn you out. I'm too tired to look up or down, even if I wanted to. Take care you don't fall, at least. Unless you want to make a Zoogle's day, that is. Zoogles? Why would they care if I fell or not? How would you feel if a three-course meal fell right out of the sky at your feet? Zoogle chow. Law? Best not to listen to him if you can help it. You'll only be encouraging him if you do. Tell me that before I listen next time! Still, Tohalim has a point. One wrong step and it's curtains. Wouldn't it be great if we could all fly like Hoodle? I bet even the refugees who didn't make it would have made it to Thistleland that way. Until we magically sprout wings. Let's just watch where we're stepping instead, okay? Come on. Shion's waiting for us. Es ist keine Option, dass wir uns alle an Hudel festhalten und der uns einfach hochzieht. So, wir sind jetzt ziemlich down hier von Ressourcen her. Nach unserem letzten Bossfight hier. Das war echt unschön, Mann. Wir hätten zurück einen richtigen Savepoint hinmachen. Einen richtigen Savepoint hin tun können, anstatt dieses blöde Ding, dass man sich einfach nur heilt, Mann. Das finde ich gar nicht lustig, Mann. Hört auf, mich zu ignorieren, Mann! Ah, da, habt ihr gesehen, da kam gerade Attack von ihm. Sehr schön, schön ausgewichen, Mann. So, ich muss ja leider sagen, eine der größten Schwächen an dem Spiel ist, dass der Humor wirklich nicht so das Wahre ist. Also, eine meiner größten, habe ich ja schon, glaube ich, öfters gesagt, ist, dass die Dialoge echt nicht so gut geschrieben sind wie in früheren Tales, Digga. Und die Skits auch wirklich nicht mehr so lustig sind wie früher. Außer, und das möchte ich wirklich hier explizit sagen, wenn Dualim da ist, man. Irgendwie bei Dualim ist immer alles echt lustig, Mann. So. Oh, Alter. Are you insane? What the hell were you thinking? I thought we were gonna die! One simply needs to be bold and act with conviction in times such as these. Did you know it was going to be safe before you jumped? Because I sure didn't. More or less. I figured there would likely be a basin here akin to most such waterfalls. Don't just make people jump off cliffs on a hunch. Leute, Mann. Ich dachte ehrlich gesagt, da geht's einfach nur runter. Da kann ich die Leiter hochklettern. Okay, jetzt kann man eine halbe Stunde Leiter hochklettern. Op. Aber ich muss sagen, hier sieht das Spiel echt sehr schön aus. Das ist vielleicht eine der schönsten Locations hier. Wirklich eine schöne Weitsicht, tolle Effekte, tolles Licht und mir gefällt dann einfach alles ein Schwärzer. Nicht babbeln, klettern. Deswegen einer doofen Kiste. Da ist ein Apfelgiel drin, Mann. Ich lach so sehr, Mann. Hey, hey, hey. Hey? Okay, dann klettern wir halt weiter. So. War doch easy, oder? Stell's euch jetzt an. Und wenn da jetzt nicht was Geiles drin ist. Ein Kraftschmanker. Verdammt, dass man über alle Verbündeten wiederstellen. Ja, okay. So. So. Ey, lass mir den Gegner mal hier. Wieso hüpfe ich? Hä? Achso, das. Ich wusste gerade nicht, ob die Attacke von mir stammt oder von den Gegnern. Ich wusste gerade echt nicht, die Attacke, die sah sehr, sehr cool aus, aber ich habe keine Ahnung gehabt, von wem die war. So. Geht es auf mich? Geht es auf mich? Nö.
Ich finde es sehr gut, dass sie alle auf Kisara gehen, Mann. Erstens kein großer Verlust, wenn sie down geht, Mann. Aber zum anderen, sie hat auch viel Leben. Also was ist das schon? Sehr gut. Leute, was mir immer so gut gefällt, wir sehen immer bei den, hier unseren Finish Moves hier. Bei unseren hier, Schlagmoves, da sehen wir immer, also das haben wir bei Shion gesehen, da sehen wir auch bei ihm, da wirklich diese Strahleraugen. Das ist etwas, was wir sonst nicht immer sehen, aber da sticht es so richtig schön raus. Na ja, gut. Kommt. Warte mal, lass nur. Lass mir nur bitte. Kann ich das hier eigentlich einsetzen schon, oder? So. Mir gehen langsam meine HP aus. Wenn da jetzt nochmal ein Bossfight kommt, dann sind wir Game Over. Ja gut, die Attacke von dem. Nein, jetzt zwei. Man muss mal warten, dass das zwei machen, ansonsten finde ich, lohnt sich das nicht. So. Gut, und die anderen Gegner sind jetzt nur noch. Sind jetzt nur noch ABM-Maßnahme. Arbeitsbeschaffung, Mann. So, Hammer. So, bitte hüpf auf den zu fasten. Das wäre. Oh, ach komm, Mann. Die sollen nicht immer so wegfliegen, 100 Meilen. Sehr schön. Er steht dann einfach so da, denkt sich: Hauen die auf mich drauf? Ich bewege mich nicht. Ich. Okay, vielleicht bist du nicht unbezwingbar. Naja, kann man nichts tun. Aber wenn da jetzt nicht eine geile Belohnung drin ist. Trommel des Meisters. There's history in the air here. I can smell it. I don't smell anything. Don't encourage him. Ist es von dieser einen Sidequest? Wir haben doch so eine Sidequest gehabt, wo wir irgendwie Instrumente suchen müssen. Das war jetzt nicht zufälligerweise die. Leute, ich speichere jetzt nochmal. Wenn jetzt, wie gesagt, kein Bossfight kommt, dann sind wir Game Over. Deswegen machen wir das mal so. Also, weiter geht's. Langsam könnten wir es mal zum Ziel geschafft haben. Ganz langsam vielleicht. Land des Nichts, Ganaf Haros. Nette Festung. We did it. We've reached the top of the mountain. About damn time. My knees are singing symphonies over here. Look, there it is. That's it. That's Pelegion, the seat of Voron's power. So that's where Shion's being held? Most likely. Most likely? That is what I said, yes. Pelegion's still our best lead. So that's where we go, right? Any advice before we head in there? No. No? In the ancient tongue, Ganeth Haros means Fortress of Naught, though I fail to see what insight that nugget of trivia holds. I guess I just thought you might have something we could use. Since Volron became Lord, the only thing this realm has been known for is its shroud of secrecy. It is Volron's stronghold. All else is incidental. Just keep in mind that you can't be too careful inside. Speaking of which, just how are all of us planning to get inside, exactly? It's not like there are any secret passages. We've come this far. If there's no other way in, I guess we'll just have to use the front gate. Volron told us to come find him, which means he's expecting us. Let's do this the old-fashioned way. Land of Water. I sure hope nothing bad's happened to Shion. Keep those thoughts to yourself, Rinwell. Everyone's anxious enough as it is. Sorry. It's just... I can't seem to stop thinking about it. What do you think it is that Volron wanted with her anyway? Going by what he said back on Almadria's ship,
it would appear his primary target is Alphen. Though, it's likely he hasn't forgotten the blow he sustained at Xion's hand either. That might even be what ignited his interest. Yeah, did you see the way he reacted? It was like he was enjoying every moment. Even his pain at Xion's thorns. Oh, that guy's just creepy. Let's just hope he's keeping his perverted tendencies in check. What? Law? Don't say things like that! It's not like we weren't all thinking it. That's still no reason to... All right, you two. Now that's enough already. Alphen shouldn't have to grit his teeth while he listens to you. Oh. Sorry. I swear I've seen that castle somewhere before. Right. I remember seeing it from the cliffs in Calaglia, across the sea. You mean Bulron's castle? Yeah, that must have been it. Geographically, it would make sense. It's most certainly large enough to be seen from afar. Back then, I had Xion and Zephyr with me. Well, we haven't lost Xion. We can still get her back, you know. That's right. I won't let Bulron take her away from us. Good. This came out just the way I hoped. Dohalim, care if I hang out for a while? I wanted to ask you something. I'm all ears. How much contact did you have with the other lords back in the day? I only saw or exchanged words with them on a handful of occasions. Not that I was particularly keen on even that much. Almadria made it sound like the two of you had some kind of history together. She was like that with all of the lords, not just me. She was always interested in who she could use, who had value for her own ends. Having said that, she wasn't quite so brazen back when we were still in Lenegas. In a sense, she may have been a victim of the crown contest as well. Almadria? A victim? To Arenin, there is no greater honor in life than being chosen to serve as a lord, let alone to go on and become the next sovereign. We are taught that from the day we leave the womb. There are few Renans who wouldn't be ecstatic at the prospect of ascending to lordship. You were like that though, right? You've always struck me as a more grounded guy. No sane Renan would ever dare admit that their interests lie in anything but power and prestige. Even if they feel so in their heart of hearts. The more you talk about it, the more it seems like the crown contest is nothing but misery for Renans, too. Which is why I seek to end it. Not that I imagine Danans such as Rinwell are all that interested in hearing tales of woe such as mine. We'd best get ready for tomorrow. Also, wie ist unsere beste Angriffsmethode? Truffon, Truffon, Truff, 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 Truffon. Das hat schon immer am besten geklappt, liebe Leute. Wieso sollen wir damit aufhören? Okay, man muss gemäßig ein bisschen aufhören. Also, wir kaufen jetzt erstmal 5 Allheilmittel. Dann geht das Lebenszimmer voll. Das Nervige ist, der hat ja schon wieder neue Rüstungen, Mann. Gerade eben haben wir uns doch erst was gekauft, aber bei ihm kaufen wir was, ja. Schön, bei Dolum haben wir nichts Besseres. Ja, Rinwell haben wir auch immer eine Party. Wir machen uns hier gerade ziemlich blank. Ah, das ist so schön viel Geld durch mein Grinding und es ist alles weg, Mann. Ja, aber so ist es leider, Mann. So, Gele. Ja, wir haben ein bisschen was. Und dafür sind es mir jetzt doch zu teuer. Das passt jetzt schon. Ah, mein Bauernhof kann ich noch schnell schauen. Ja, was soll ich denn sonst, Mann? Achso. Stall ist noch nicht voll. Okay. Gut. Jetzt sei ruhig, Mann. I don't want Xion to get mad at us for dragging our feet. Alphen? She's the one that's kept us on track. Picked me up when I was down. Sure. Das sieht übrigens sehr nice schon wieder aus, die Location. Warte mal. Fick. So, ja, marschieren wir mal so lang. Schauen uns einfach mal ein bisschen um. Können wir eigentlich aufhören, diese doofen, gepanzerten Gegner zu kommen? Die gehen mir richtig auf den Senkel.
Aha. Zum Glück kommen Wassermonster nicht durchs Wasser. So, keine Ahnung, was da gerade passiert, aber es sieht mega cool aus. Also wird schon gut sein. So. Ja, dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin ja gespannt, weil wir sind jetzt hier leider erst im Umland. Ich dachte, wir haben es jetzt direkt in die Stadt geschafft, aber wir sind jetzt noch im Umland. Ich will natürlich wissen, wie hier die Leute behandelt werden, weil irgendwie kommt mir der Typ so, ja, ich weiß nicht, wie so ein dunkler Rabe vor. Und ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich nett hier ist zu seinen Einwohnern. Ich gehe jetzt aber mal einfach mal von Nein aus. So, naja, keine Sorge, Kizaru, du fliegst bald wieder aus der Party raus. Was? So, und das ist natürlich immer die wichtigste Frage, auch wie sie zu ihren Mitbürgern sind. So, hier unsere Lords. Ja, das schwimmen wir mal hin. Yep. Hallo, hallo, hallo. Ja, Level 31, das ist gut zu wissen. Solange die Gegner noch Level 31 sind, bedeutet das, dass wir noch in Ordnung Level sind. Bin noch nicht gezwungen, hier zu grinden. Hier geht's mal auf den Senkel. So monsterschwache Gegner. Und du musst trotzdem hier, muss ich mal einen Special Move machen, Mann. So. Ey, Mann, was ihr für Moves raus habt für Standardgegner, Mann. Übertreibt's halt. Na, okay, stimmt, wir haben keine MP mehr. Leute, es gibt ja keine MPs, Mann. Das spielt ja keine Rolle. So, Schlabber. Oh, toll. So. Ich kämpfe nur mit Duelle, Mann. Es ist einfach das einzig Wahre, Mann. Das hätte sich doch immer nach oben und es kommt irgendwie automatisch immer Duelle. Geh weg! Ey, Leute, Mann, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Habe ich den Duelle-Mode aktiviert, Mann. Ich greife echt nur mit Duelle immer, Mann. Er ist aber auch einfach der Coolste, Mann. So. So, ich würde gerne noch Level 33 erreichen, bevor wir in die nächste Location kommen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Zack. Und dann gehen wir hier hin. Da posen sie wieder mit ihren blöden Blitzattacken. Ja, jetzt kommt wieder das Schöne. Ja, dann kommt's halt. Jetzt. Ja, übertreib's halt. Level, weil sie ein Level unter uns sind. Weil sie ein Level unter uns sind. Ist das der Joke, Kizaru? Dann mach halt einfach mal Schaden. Nicht nur rumbabbeln? Dann kannst du sowas sagen. So. Ich find's aber schade, ehrlich gesagt, dass sie eben wirklich immer dieselben Animationen hatten, weil ich meine, schon musst du sogar mystische Artes einsetzen. Also ich muss jetzt sagen, diese Schlagmodule, die sehen ja alle cool aus. Aber es gibt halt mit jedem Charakter immer nur eins und ich finde, da hätten sie ruhig schon ein, zwei mehr Animationen machen können in dem Spiel. Weil ich... Ja, genau, das war so klar. Das war genau das, was ich wieder erwartet habe. So, kriegen wir noch einen Gegner hin? Natürlich nicht. Ja, es ist so klar. Weil ich meine, die Spieleentwickler wussten ja, dass man konstant diese Gegner hat, oder diese Attacken nutzt. Und da hätte man wirklich, also zumindest jedem so zwei, drei Animationen geben können. Alter, jetzt hat er mich weggekloppt, Mann. Double Demon Fang ist echt meine Lieblingsattacke, Mann. Ja, gut. Muss mich keiner heilen? Doch, jetzt hat es einer gemacht, danke. So. Ich hasse das, Mann. Immer wenn ich alle Gegner in einer Location besiegt habe, dann komme ich in meinen Supermodi hier. Also, nächsten.
Level 32, okay. Nein. So. Fast die richtige Attacke. So. Und ihr mein Dualem wieder, wie ihr und je. Jetzt fliegen die Gegner wieder in der Gegend rum. Wer sich das ausgedacht hat, dass die Gegner auch immer so malig in der Gegend rumfliegen, das ist auch keine gute Idee, Mann. Weil, ich meine, natürlich ist es nett, wenn man diese wegkatapultieren kann, aber es macht halt komplett so dieses Combo-Ding kaputt, dass wenn ich einen Gegner anhüpfe und der erstmal in der Gegend rumfliegt, dass ich ihn nicht erwische. So, schnell den Spitzkristall nehmen. Bitte laufen, bitte laufen, bitte laufen, bitte laufen, bitte laufen. Okay, da sind welche. Gut, jetzt machen wir erstmal die. Items einsacken. Oh, jetzt kommen doch nur zwei. Weg, 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 weg. Ich hab dreimal R2 genommen. Oh. Leute, Mann. Also, mein größter Wunsch an dem Kampfsystem, Mann. Macht einen Move, dass man Kombos abbrechen kann, Mann. Das ist so marig, dass das nicht geht, Mann. Macht das Spiel so viel schwerer. So. Da sind nochmal diese Eber. Die schnappen wir uns natürlich auch jetzt. Ja, tauchen wir noch weiter runter. So. Passt. Komm, komm, komm. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Oh, das war noch, das war noch, das war noch. Wartet. Schön abgewartet. Das habe ich gerade schön gemacht. Der Gegner hat mich wegkatapultiert und dann habe ich meinen Special Move gemacht, um wieder hinzukommen zu den Gegnern. Weg, weg, weg. Ich würde gerne geheilt werden. Danke. Okay. Yeah, der Move sieht nice aus. Und auf Wiedersehen, Schweinepriester. Das ist toll, toll. Ich habe einen Schlagmodi Was? Warte mal. Oh, shit. Dann habe ich mich hier verkalkuliert. Naja. So. Upp. Geht's lol. Stockhöder. Aha. Okay, gut. Und jetzt. Nein, ich bin schon wieder nass, liebe Leute. Wer putzt meine Klamotten? Sion. Oh, Sion ist aber da. Wer schmeißt da 4.050 Gold rein, liebe Leute? Die haben sie alle hier. Übermann. Meins? Und. So. Hört auf, hier das Wasser zu schocken. Das hat euch nichts getan. Was? Achso. Stimmt ja. Ah, habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja theoretisch mehr Artis, auch wenn wir sie nicht einsetzen. So. Weil ich habe ja gerade L2 gedrückt. Und stimmt, da setzt der andere Artis dann immer ein. Also, weg mit euch. Und wenn es erlaubt ist, dann haben wir es jetzt geschafft, oder? Ich kann Vegetable-Scraps und sie in den Seasonings nutzen. Ich weiß nicht, was es über war. So. So viel Sügelsmann hier. Hat sich aber ganz in Ordnung. Also reich, also. Wir haben schon Schlimmere gesehen. So, nö, nö. Ich tue nix. Ich gehe erstmal hier ein bisschen baden. Nehme hier meine guten leckeren Zitronen. Und dann machen wir Weltwahl. Und ich weiß, dass sie fliehen wollen. So. So. Die waren aufeinander gestanden. Und ich meine, der fliegt ja auch weg. Aber wieso hat der meinen Special Move nicht getroffen? Oh mein Gott, hüpft halt noch mehr rum, Mann. So. Hier, mein Dorlim. Vielleicht liegt es auch, fällt mir gerade mal auf, daran, mit wem man hier mal abends gesprochen hat.
Ja, alles super. Mit wem man abends immer gesprochen hat, das fällt mir mal gerade so auf doof auf. Oh. Na gut, schnapp uns erstmal den Großen. So. So jetzt. Das hat mir so mal. Leider. Ja. Ich habe. Manchmal klappt es ja, dass man mit mehreren erwischt, aber. Weil die standen auch so schön aufeinander. Aber leider war das hier nicht der Fall. Okay, gut, dann machen wir. Ah, doch, bei der einen ist jetzt auch geschockt. So. Weil halt aus, ist mir wurscht. Ich mache einfach nur Double Demon Fang, Mann. Double Demon Fang geht immer, Mann. So. Was haben wir bekommen? Scharfen Gigazahn, okay. Ja, nein, das ist immer ein Special Mom. Ah, wieso hüpfe ich hier runter? Ah, toll. Ja gut, das wird nichts mehr. Ich sage ja, immer wenn wir in den Special Move kommen, immer dann sind keine Gegner in der Nähe. Dankeschön. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir sollten... Ja, und wie komme ich da hin, Mädel? Sag mir das mal, hä? Redest du immer so schlau daher. Jetzt muss ich mal auf ganz blöd schauen. Geht's hier eigentlich weiter? Oder schwimme ich hier einfach nur irgendwo planlos in der Gegend rum? Ja, ich schwimme nur planlos in der Gegend rum. Wollen wir angeln gehen? Ganz sicher nicht. There's something in the water. Nö. Ganz sicher nicht. Okay, ja, dann gehen wir hier nochmal zurück. Wir sind jetzt im Endeffekt hier mit der Location durch. Haben uns schön umgeschaut, alle Items gesammelt. Vielleicht können wir hier noch was Schönes schmieden für unsere Charaktere. Werden wir versuchen, das ist auch ein goldener Gegner. Cool. Dann, da rechts wäre eigentlich auch noch ein Gang gewesen. Haben wir den übersehen? Kann sein. Na egal, liebe Leute. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns dann hier nochmal ein bisschen um. Und dann geht's auf nach Pelion. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.